Was geht, Leute? Willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich dieses Video nennen soll, denn ich habe mit dem Gedanken gespielt, es irgendwie so zu nennen, mein Zockerjahr 2021 vielleicht so. Aber stimmt auch nicht so ganz, da es auch ein bisschen darum geht, so diesen Kanal hier, warum manchmal keine Videos kommen und so weiter. Und das ist ja auch ein bisschen mit drin, das Thema. Deswegen, vielleicht werde ich es trotzdem einfach so nennen, denn die Leute, die es interessiert, werden sich wahrscheinlich trotzdem anschauen. Da es auch ein bisschen um die älteren Zeiten, sag ich mal, geht. Und ich habe darüber ja schon oft geredet. Bei mir war es so nach Uncharted. Ich gehe einfach mal immer ganz zurück, ne? Ich habe Uncharted 2 damals gespielt. Durfte ich offiziell noch nicht spielen. Das wisst ihr, habe ich ja schon mal ein paar Mal erzählt. Und dann kam Uncharted 3, was ich dann auch mit Erlaubnis gespielt habe, sagen wir es einfach mal so. Und dann kam ja ein Jahr nach Uncharted 3 kam Black Ops 2. Und dann habe ich Black Ops 2 sehr viel gespielt und Uncharted 3 auch. Also ich hatte diese zwei Spiele, die beide konkurrenzlos sind zu dem, was heute so auf dem Markt sind. Ich sage euch ehrlich, also Uncharted 3 und Black Ops 2 würden jedes Game, was danach rauskam, in den Boden zerstampfen wahrscheinlich, ne, was den Multiplayer angeht. Und das Problem war danach, ich wusste nicht so, was ich spielen soll. Ich habe das ja auch schon mal erzählt. Es gab so ein paar Leute, die ich von Uncharted 3 kannte. Sorry für den WhatsApp-Sound hier, nicht wundern. Ich mache das mal kurz hier auf leise. Und ich kann ein paar Leute, die Uncharted 3 gespielt haben. Genau da war ich gerade. Und die haben auch League of Legends angefangen zu spielen. Das waren Jack Carter und noch ein paar andere. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch die Namen. Powerplayer und so. Die haben, oder Böhmli, das sind so ganz, ganz alte Namen. Die haben alle League of Legends gespielt und ich kannte auch ein paar Leute in Real Life, die es gezockt haben. Da habe ich auch angefangen mit dem Game. Aber, also, das war zu einer Zeit, wo Uncharted 3 schon sehr, sehr langweilig wurde. Ich weiß gar nicht, wann das genau war. Ich schätze mal, es war 2014, so ungefähr, Ende 2013, 2014. Wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, du brauchst vielleicht auch einfach mal was anderes, ne? Ich war ja bei Uncharted 3 auch an einem Punkt, wo gefühlt jeder meiner Tode nur noch ein Spielfehler war. Ich kannte jede Map auswendig. Es war immer noch cool so, ne? Also das größte Problem war auch einfach, dass natürlich auch die Leute, die das Spiel gespielt haben, immer weniger geworden sind. Und man stand dann da, alle hören auf mit dem Spiel. Und das hat einem selber auch mit runtergezogen. Das ist einfach so. Und das Spiel, es wurde einfach auch ein bisschen eintönig mit der Zeit. Es ist halt einfach so, es ist immer noch ein legendäres Spiel. Ich könnte es immer noch heute auch noch lange spielen. Aber es ist natürlich nicht mehr dasselbe wie damals. So heißt, ich habe ein neues Spiel gesucht. League of Legends war kostenlos. Ich habe es anprobiert, habe es nach einem Tag wieder deinstalliert und habe dann wieder ein paar Monate Uncharted 3 weiter gespielt. So, das war ungefähr so, wie es bei mir lief am Anfang. Denn irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ein Kumpel von mir, der damals weggezogen ist, mich besucht hat für ein, zwei Wochen und der hat auch League of Legends gespielt. Der hat damals auch Uncharted 3 gespielt, aber er kam zu mir und hat auch LoL gezockt. Ich glaube auch angefangen zum Zeitpunkt und dann habe ich auch mit dem Spiel angefangen, als er hier war noch. Und also heißt, ich hatte jemanden, der mir das Spiel auch erklärt, ne? Und das war echt wichtig so. Und dann habe ich das, bin ich auch dran geblieben. Ne? Das ist wirklich, ich muss auch sagen, das ist ein Spiel, das empfehle ich nicht Leuten, die irgendwie Probleme haben, wenn man irgendwie kassiert oder sowas. Denn ich habe in dem Spiel 2, 3 Monate nur auf die Fresse bekommen. Ne? Aber ich bin dran geblieben und dann habe ich League of Legends auch gespielt, aktiv die ganze Zeit bis heute noch. So, das heißt, ich find's ehrlich gesagt nicht mal besser als Uncharted 3, so vom Game her. Aber so, wenn du League of Legends bist, dann bist du so drin in diesem ganzen Kosmos. Ne? Du hast den E-Sport, du hast die YouTuber, die Streamer und sowas. Und es ist auch sehr competitive, du willst besser werden. Es geht eigentlich nur um Ranked und sowas. Es ist einfach durch die dauerhaften Patches auch, neue Champions und so, ne? Neue Sachen zur neuen Season. Es ist nicht so eintönig, obwohl es immer dieselbe Map ist. Und es ist deswegen für mich dann auch einfach das Spiel geblieben, was ich immer spielen konnte. Aber ich habe nicht die ganze Zeit nur das gespielt. Ich habe dann irgendwann mit der Zeit, es kam PUBG raus, dann habe ich sehr, sehr viel PUBG gespielt. Ich habe jedes Jahr immer wieder aufs Neue im September scheiß FIFA gekauft, darum wird es nachher auch nochmal gehen. Und FIFA ist bei mir immer so ein Game, wenn es rauskommt, komplett Eskalation. Ich spiele nichts anderes mehr. Meistens so für 3 Monate oder sowas. Also ich fange dann immer an, so nach ein paar Wochen immer so ein bisschen wieder was anderes zu spielen, aber das ist so komplett. Bei mir ist immer so, wenn ich aufhöre, dann bin ich komplett raus bei FIFA. FIFA ist für mich nicht so ein Game, was man so ab und zu mal, klar, also ab und zu den Kumpel spielen schon, aber
wenn du wirklich Serious FIFA, wenn ich Serious FIFA spiele, bin ich halt immer dabei. Und da bin ich meistens so nach dem Team of the Year, heißt Ende Januar, bin ich immer raus. So spätestens Februar spiele ich meistens kein FIFA mehr, bis das neue rauskommt. Und dann ging es wieder weiter, was spiele ich, ne? Also so war es jedes Jahr. Das heißt, kam PUBG, FIFA war immer da zur selben Jahreszeit, COD kam ja auch immer, ne? Es war ja immer FIFA, COD dann im November, Ende November meistens oder so, je nachdem. War aber zu der Zeit für mich auch immer Schmutz, also je nach COD, manchmal schon ein, zwei Wochen war es auch dann schon wieder. Und dann bin ich immer wieder zu League of Legends zurückgekommen, die ganze Zeit. Und dann kam halt Fortnite. Fortnite war das erste Spiel, was ich echt lange gespielt habe, weil alle, die ich kannte, haben Fortnite gespielt. Wirklich, selbst anstatt drei Leute, so viele haben Fortnite gespielt. Und klar, es hat irgendwie so einen schlechten Ruf gehabt, aber auch damals mit den YouTubern und sowas, die ich dann dazu geschaut habe, habe ich es einfach gefühlt, so das Game. So von wann habe ich angefangen? Ich würde sagen, so Ende Season 2 bis Season 6, Season 7, da war ich wieder komplett raus. So, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Die Leute haben alle gebaut wie Legenden. Ich war kein guter Spieler, so, ne? Klar, ich hatte Vorteile, weil es Third Person liegt mir einfach, aber so bauen und so bin ich halt raus. Da hatte ich auch gar keinen, weil ich aber auch zu faul war. Mir war es nicht wichtig, gut zu sein im Game, ne? Deswegen habe ich mich damit nicht so auseinandergesetzt. Und dann war ich dann zu Season 7 oder so ungefähr raus. Heißt wieder zurück zu League of Legends. So, und das ging dann immer so weiter. Es war halt immer für mich League of Legends, FIFA, COD, League of Legends. Und das halt die ganze Zeit so. Dazwischen kam halt, wie gesagt, so PUBG, Fortnite und sowas halt dazwischen. Für ein paar Wochen auch mal Warzone oder so. Aber es ist wirklich eigentlich immer das geblieben, die ganze Zeit. Und das Problem an der Sache war, dass ich besonders halt, ja, ganz vergessen, Uncharted 4 kam ja auch noch, aber das ist so unbedeutend, ich weiß nicht, das hat... Obwohl ich sagen muss, es hat wahrscheinlich mehr Zeit eingenommen als ein COD so, weil ich es ja schon ein paar Wochen gespielt habe, weil ist ja klar, es war Uncharted 4, die Hoffnung war groß, auch wo es kacke war. Da hat man ja auch gemerkt, da kamen ja auch wieder Videos von mir und so, ne? Da habe ich dann auch gesagt, so ja, wenn ich Uncharted 4 spiele, mache ich ja auch Videos. Aber ihr merkt es ja schon an dem, was ich erzählt habe, ich habe halt immer nur so... hauptsächlich League of Legends gespielt und das Problem war, das ist halt so ein Game, was auf YouTube... Wo ich immer dachte so, ja, wollen die Leute nicht sehen, wollen meine Abonnenten nicht sehen. Deswegen habe ich immer gar nichts gemacht. Aber ich glaube, es wäre besser gewesen, einfach trotzdem Videos zu machen, neue Leute vielleicht zu bekommen, die eher League spielen oder so. Es wäre besser gewesen. Ich habe es aber nicht gemacht. Fortnite habe ich auch nicht gemacht, aus demselben Grund, weil ich dachte, die Leute wollen eh nur Uncharted sehen. So, das war mein Problem. Das ist mein Gedankengang, den ich immer noch habe. Bloß, dass ich mittlerweile weiß, dass er falsch ist, so. Oder nicht so richtig ist. Damals stand ich halt komplett dahinter und habe deswegen gar nichts gemacht. Deswegen auch immer die ganzen Comeback-Sachen und sowas. Die kamen, das war immer so, ich habe wieder angefangen, Uncharted oder so zu spielen. Dann war ich so voll motiviert und dann habe ich Comeback hier, Videos und so. Und dann nach ein paar Wochen spiele ich es nicht mehr und dachte mir so, ja scheiße, jetzt stehst du wieder da, wo du vorher stehst. Weil ich hätte, also ich sage euch ehrlich, ich würde so oft streamen auch, ne, schon seit Jahren. Weil ich mir auch immer dachte, League of Legends ist scheiße auf YouTube, aber Stream ist cool, mache ich das einfach. Ne, es geht halt nicht, ne. Also ich werde jetzt versuchen, das sage ich, ich sag's immer wieder, ich werde es versuchen, ne. Aber am Ende des Tages, liegt es halt nicht in meiner Hand. Ne, ich stream nicht, weil ich keinen Bock drauf habe, sondern weil die Telekom keinen Bock drauf hat. Ist halt einfach Fakt. So, ich kann streamen, aber der Stream könnte einfach random an manchen Tagen nicht funktionieren, an manchen doch. Und dann ein paar Minuten leckt er wieder, ein paar Minuten nicht, weil die Telekom einfach ein Haufen unfähiger Idioten ist. Es ist einfach so, ne? Und das ist halt das Problem. Und ich habe nicht immer Bock darauf, quasi so ein Stream, weil ich will das ja auch aufbauen, so serious aufbauen und auf so, das ist halt Glücksspiel für mich und darauf kannst du dich nicht verlassen und ich will mich drauf verlassen können, so. Ich will da Konstanz reinbekommen, aber kann ich halt nicht, ne, wegen der Telekom, das ist so ein bisschen das Problem und deswegen kam dann noch immer gar nichts von mir, wenn ich halt League gespielt habe und jetzt war es dann ganz interessant, weswegen das Gaming-Jahr dieses Jahr für mich so wichtig war zum Ende hin, denn ich wurde im Juli gepermabannt in League of Legends, ne? Ich meine, ich bin immer noch der Meinung, dass er zu Unrecht war. Fun Fact, der League of Legends Support ist auch der Meinung, dass der zu Unrecht, also, was heißt zu Unrecht, so? Dass ich eine Bestrafung kriege oder dass es nicht gut war, das sehe ich ja auch vollkommen ein, ne? Es ging da um ein Game. Wir reden hier auch von einem Spiel, in dem ich halt toxisch war im Chat, wobei ich sagen muss, ja, also, was ich da manchmal in Games so lese im Chat, da müsste ja eigentlich jedes Game, was ich spiele, der eine oder darin danach gepermabannt werden. Dann hast du ja immer keinen Spieler mehr. Ich werde halt gepermabannt, denn ich weiß, viele von euch spielen es vielleicht nicht, aber ich erzähle es einfach mal. Ich hatte einen Mate im Team, also
einen Mate im Team, der war AFK. Ich war schon mega abgefuckt, denn League ist halt so ein Spiel, was sehr, sehr teamabhängig ist. Wenn dein Team nicht will, dass du gewinnst, dann gewinnst du auch nicht, auch wenn du die größte Legende bist, ne? Heißt, er ist AFK am Anfang, ich war eh schon gereizt, ne, vor der Runde, er ist AFK, kommt wieder, dann flamet er noch im Chat, obwohl er AFK war, so nach dem Motto, warum brennt die Map, ich war doch nur nicht da, hier eine Viertelstunde so, wir konnten aber nicht, man kann eigentlich vorher dann aufgeben, ging nicht, weil er sich bewegt hat in der Base, und kam dann wieder, hat geflamet und ist dann noch runtergelaufen, so, drei Sachen in einem Game, und ich hab quasi eigentlich nur so gefragt, ey, wie kann man so dumm sein und sowas machen, das ist voll asozial, warum machst du das, warum flamest du jetzt hier, das ist so unnötig, Junge. Und da habe ich einmal zwischendrin das Wort Shithead benutzt, das ist so ein Wort, ich weiß nicht mehr, ob es das wirklich so gibt, das ist, keine Ahnung, wenn ich auf Englisch beleidige, dann werde ich mal ein bisschen kreativ, weil ist ja auch nicht so hier meine Main-Sprache, habe ich Shithead geschrieben, dann kriege ich nach dem, dann schreibt er so, er reportet mich jetzt, hihi, weil jetzt kann ich reporten, weil ich ihn beleidigt habe, ne. Ich dachte so, Junge, wie kann man so ein armes Würstchen sein? Aber egal, ne? Dann nach dem Game kriege ich dann auch einfach den Permaban reingedrückt. Den Account habe ich seit 2014. Es sind über 300 Skins auf dem Account, über 1000 Euro. Und jetzt für dieses eine Game, ne? Es steht auch bei mir, nur dieses eine Game auch im Verlauf, ne? Dieses eine Game habe ich jetzt einen Permaban bekommen, ne? Support angeschrieben, es ist wie gesagt, es ist jetzt auch schon über 4 Monate her, ne? Support angeschrieben, ja, wir sehen auch, du hast dich geändert und es ist schon eine harte Entscheidung, aber wir bei Riot Games haben noch nie einen Permaband zurückgenommen, deswegen machen wir das nicht. So, das ist die Aussage, warum der Account nicht entbannt wird. So, heißt, ich stehe da, Juli, kann nichts machen. So, was soll ich spielen? So, ich hatte Glück, es kam dann irgendwann Formel 1, ich habe sehr viel Formel 1 gespielt, auch sowieso Formel 1 hatte ich vergessen, das war auch in den Jahren immer so ab und zu Formel 1 dabei, es gab auch Zeiten, wo ich ganz viel Yu-Gi-Oh! Duel Links gespielt habe, Yu-Gi-Oh! Auch so ein Game, was ich gerade eben spiele, es kam jetzt nur raus, oder auch das andere Game, als Stronghold und sowas, ne, also klar, so Kleinigkeiten, oder Rift, ich glaube, Raft heißt es, glaube ich, ne, wo man auf dem Floß da ist, auch gespielt, so immer so Kleinigkeiten halt so zwischendrin, ne, aber jetzt nicht so dauerhaftes für mehrere Monate, Wochen, so sagen wir es mal so. Heißt, ich stand dann da, hab dann auf Kampf wieder Fortnite angefangen, jetzt ab Juli, ne, auf Kampf Fortnite angefangen, viel Formel 1 gespielt, und das war auch der Grund, warum ich so hyped war auf COD, weil ich brauchte halt wieder ein Game, was ich spielen kann, beziehungsweise auch, weswegen ich auch in FIFA dann, FIFA kam ja auch im September raus, ne, auch viel FIFA gespielt, weil ich hatte ja eh nichts anderes. Es war auch da nicht so schlimm, weil wenn FIFA draußen ist, hätte ich eh kein LoL gespielt, aber die 2 Monate dazwischen waren schon sehr, sehr langweilig. Deswegen war es für mich halt mega wichtig, dass gute Games rauskommen. Und ich hatte echt viele Games auf dem Zettel, so. Ich kann es nicht mal aufzählen. Age of Empires habe ich mir gekauft und kaum gespielt. Ich finde es auch gar nicht schlecht, das Spiel. Das Problem ist eigentlich eher, dass man das Spiel halt so gefühlt studieren muss. Und also ich habe auch Bock drauf. Ich werde es auch spielen. Vielleicht wird da auch mal was zu kommen. Das ist aber immer so ein Moment, wo ich mir denke, so, ey, ich bin so scheiße, will das eigentlich irgendwer sehen? Das denke ich mir bei Yu-Gi-Oh! Auch. Aber gut, ne, vielleicht mache ich es einfach trotzdem. Das will ich, also das ist jetzt kein Flop oder so, das ist auf jeden Fall ein Game, was ich noch spielen könnte, aber es kam jetzt auch erst irgendwie Ende Oktober oder so, ne? Deswegen, Age of Empires, mich mega drauf gefreut, COD, mich mega drauf gefreut, Battlefield, mich mega drauf gefreut, Pokémon, Diamant und Perl, mich mega drauf gefreut. Wie ist es jetzt am Ende ausgegangen? Battlefield, größter Flop aller Zeiten, also wirklich, dieses Game ist einfach eine Verarsche. Also eine Verarsche an jeden, der es gekauft hat. Dieses Game ist einfach ein Betrug. Jetzt wollen die das Spiel noch irgendwie Free-to-Play machen. Das ist einfach nur der Inbegriff von Leute verarschen. Du lässt quasi Menschen 100 Euro bezahlen für eine nicht mal Alpha, um dann ein paar Monate später, wenn das Game immer noch Schmutz ist, aber schon so ein bisschen weiter ist wahrscheinlich dann so, dann kriegen es alle umsonst so. Es ist einfach eine Frechheit, wenn es wirklich so passiert. Aber selbst wenn es nicht passiert, mir ist es eigentlich auch egal, weil das Game an sich ist wirklich schon, da hätte ich das Geld auch einfach direkt anzünden können. Deswegen hätte ich mehr Spaß von gehabt, wie mir dieses Spiel zu kaufen. Ist halt leider einfach so. COD war
cool am Anfang, einfach weil ich lange kein COD gespielt habe, weil ich hyped war, weil ich Bock hatte. Ich war auch richtig drin hier, auch bei YouTube. Ich habe die YouTuber geschaut und so, die ganzen COD-YouTuber. Ich war so drin in dem Game. Ich habe mir Videos angeschaut mit besten Klassen und so. Ne? Ich war wirklich richtig drin und dann nach über einem Monat knapp so komplett. Die haben das Game so gefickt, die haben es richtig kaputt gemacht. Balancing ist Schmutz, Maps sind Schmutz. Wie gesagt, das habe ich am letzten Video schon erzählt. Das mit den Maps fällt erst später so auf. Also, ich habe es schon erahnt, aber es war halt nicht so. Es hat mich zu dem Zeitpunkt nicht so gestört. Dann Warzone kommt, die neue Map, auch komplett scheiße, also weil das Game auch so verbuggt war und sowas. Und Pokémon kam jetzt und das Spiel ist auch schon, Pokémon ist schon seit 2 Monaten draußen oder so. Und ich habe es immer noch nicht durch. So, ich habe es an dem Tag, wo es kam, mega gesuchtet, bis zum fünften Arena-Leiter an dem Abend noch, wo ich es dann hatte. Oder bis zum vierten, habe mal ab und zu jetzt bis zum sechsten, siebten gespielt und bin immer noch an diesem Punkt. So, ich habe seitdem nicht gespielt. Weil ich irgendwie, weiß nicht, es ist halt irgendwie. Also, wenn ich einmal dran sitze, geht's. Aber ich habe irgendwie Probleme, mich zu motivieren, das Spiel zu spielen, weil ich mir denke, ich kenne ja eh schon alles, weil es ist einfach dasselbe Game wie damals, was ich so oft gespielt habe. So, das ist so ein bisschen das Problem. Und jetzt kommt noch was Lustiges. Ich wurde jetzt vor ein paar Tagen in FIFA gebannt. Ich habe eine Transfermarktsperre bekommen in FIFA. Heißt, damit kannst du Ultimate Team quasi nicht spielen. Das Problem an der Sache ist, also ich kann euch sagen, ich habe nichts gemacht. Also ich wurde gebannt wegen Verdacht auf Coins schieben. Habe ich nicht gemacht, ne? Also, I mean, obvious habe ich es nicht gemacht. Das wüsste ich. Also, wie gesagt, das wüsste ich. Ich habe da jetzt auch dreimal eine Anfrage hingeschickt. Der Account ist weg. So, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe zwei Vermutungen. Die erste Vermutung ist, ich habe halt so getradet. Auch UV gemacht, ne? Jetzt auch gar nicht so krass, auch gar nicht so viel verkauft eigentlich, dass die vielleicht denken so, also das System ist ja ein Bot. Und wenn der Bot dich bannt und die Mitarbeiter bei EA, denen ist es scheißegal, die machen sich nicht die Mühe, dich zu entbannen. Es ist einfach so, ne? Es gibt zwei Optionen. Erstens wurde ich wegen UV gebannt, glaube ich aber nicht, weil ich eine Woche, also quasi über eine Woche, bevor ich gebannt wurde, in der Zeit habe ich gar nichts verkauft. So, in der Zeit habe ich gar keine Transfers getätigt, da ich nie, also ich habe halt, also wie soll ich sagen, ich habe schon das Spiel, ich habe Weekend League gespielt, aber ich habe nichts auf dem Transfermarkt verkauft in der Zeit, ne? Und ich wurde dann trotzdem weggebannt. Heißt, ich glaube eigentlich nicht, dass es daran liegen kann, aber innerhalb der Woche, in derselben Woche, habe ich Transfererlös verloren, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das Ding ist, ich habe die Vermutung, dass jemand auf meinem Account war und ich habe meine Mannschaft und so immer angeboten. Also ich habe meine Transferliste immer voll und ich schätze, es kam einer auf meinen Account und hat gesehen, ich habe 400k oder so oben und den Rest, also ich hatte 10 Millionen, das müsst ihr euch vorstellen, ich hatte 10 Millionen Coins und den Rest hatte ich auf der Transferliste angeboten, heißt, er kam da nicht ran. Und ich schätze, die 400k hat er sich genommen und weggeschoben und ist dann runter vom Account. So, ich kann es mir nur so vorstellen, weil ich habe auch gehört, dass die Leute immer nur kurz auf den Account sind und schauen und so, wenn die einen Account hacken. Es ist halt komisch, weil ich auch nirgends eine Nachricht bekommen habe oder sowas, ne? Ich habe nur gesehen auf meinem EA-Account, dass am 19.01. unbekanntes Gerät zu vertrauenswürdige Geräte hinzugefügt wurde und ich war das nicht. So, ich habe jetzt zweifache Authentifizierung, ich habe nichts bekommen. Keine Ahnung, ne? Und ich habe die Vermutung, dass da vielleicht einer auf meinem Account war, Coins geschoben hat und dadurch ich jetzt gebannt wurde. Habe ich EA so erzählt, dreimal, viermal sogar und viermal die Antwort bekommen, sogar ja, jetzt nach gründlichen Untersuchungen, der Bann ist gerechtfertigt. So heißt FIFA. Ist für mich jetzt zu Ende. Es ist sehr, sehr schade, weil ich halt 10 Millionen Coins hätte. Hätten die mich die halt wenigstens noch verkaufen lassen, weil dann hätten sie mich auch bannen können danach. Dann wäre es ja auch zurecht gewesen. So ist es einfach nur sehr, sehr schade. Und FIFA ist damit für mich auch gelaufen. Ne? So, sagen wir mal ehrlich, ich hätte das Game in ein, 2 Monaten eh nicht mehr gespielt, aber die Coins hätte ich gerne noch verkauft. So. Und ja, ne, die ein, 2 Monate hätte ich das Game noch gerne gespielt. So, damit habe ich jetzt quasi für ein Game Geld bezahlt und werde weggebannt. Ne, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist eigentlich auch eine Verarsche. Ne? Ich habe für 200 Euro Packs gezogen im Spiel und das Spiel selbst gekauft, heißt 300 Euro, dafür, dass EA Sicherheitslücken hat, du gehackt wirst und dann gebannt wirst, noch vom System obendrauf auf den Hack. Ne? Du verlierst Coins, weil du gehackt wirst und wirst dann noch dafür von EA gebannt. Also ist schon wirklich wild. Ne? So, dann habe ich jetzt wieder angefangen, ein bisschen League of Legends zu spielen. Hatte ich schon ein paar Tage vorher, einfach weil FIFA auch
langweilig geworden ist, ich halt keine COD mehr gespielt habe und so. Alle Games, so, auf die ich Hoffnung gelegt hatte, haben reingeschissen, weswegen ich damit wieder angefangen hatte, das Spiel zu spielen. Und also auf einem neuen Account halt, ne, ich habe Riot Games irgendwie jetzt nochmal 100 Tickets geschrieben. Ich glaube, die antworten mir schon gar nicht mehr, weil ich habe denen jetzt nochmal ein Ticket geschrieben vor ein paar Tagen, wo ich denen gesagt habe, hier, ich bin ja auch ein Fan von Tradition, ne, aber die Tradition beizubehalten, Leute gepermabannt zu lassen, auch wenn man weiß, dass es Unrecht ist, fühle ich nicht. Ist auch, also, ich habe auch wirklich Probleme damit. Ich kann euch ja auch sagen, ich habe damals nach dem Bann mir einen Account gekauft auf einer Seite, so wie MMOGA, ne? Also auch keine kleine Seite. Mir einen Account da gekauft für 40 €, weil ich halt alle Champions haben wollte, ne? Der Account wurde erstmal vom Verkäufer anscheinend über den Riot Games Support zurückgeholt. Halt, man kann ja sagen, hier, ich habe den da und da erstellt und so. Das war damals die E-Mail. Das kann der ja alles sagen und dann kriegt er den Account wieder. Da ist dann nochmal 40 € oder so angezündet, der Account auch wieder weg. Dann habe ich mir einen Account gekauft für 5 € oder so. Der wenigstens Level 30 ist, wurde auch gebannt wegen Botting, weil es anscheinend ein hochgebotteter Account war. War jetzt nicht die Welt, waren nur 5 €, ne? Und jetzt habe ich mir nochmal einen neuen Account gekauft, der ist aber schon 2 Monate alt oder so. Der wurde noch nicht gebannt, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, mir da was drauf zu kaufen. Also nicht nur Schiss, erstens gönne ich es Riot Games nicht, weil die mich einfach wegen so einem Schmutz bannen. Also ich spiele das Spiel seit über 7 Jahren oder so und die bannen mich für sowas weg. Also quasi so einen treuen Spieler in Anführungszeichen, der tausende Spiele hat, bannen sie dann weg wegen ein paar Games, weil, also, oder beziehungsweise bannen wegen ein paar Games, oder Permaban wegen einem Game. Da will ich eigentlich geltlich auch nicht mehr unterstützen. Zweitens habe ich Angst, dass der Account auch gebannt wird, weil das halt auch ein Account ist, den ich gekauft hatte mal irgendwann. Also dass der vielleicht hochgebottet wurde und das dann irgendwie erkannt wird. Warum auch immer das dann erst Monate später erkannt wird. Aber deswegen möchte ich da eigentlich kein Geld ausgeben. Aber ich spiele das Spiel auf jeden Fall wieder. Jetzt kam Yu-Gi-Oh! Master Duel raus und ich muss sagen, ich habe da so reingesuchtet, ne? Also ich glaube, ich habe echt selten so reingesucht in einem Spiel. Das Ding ist halt auch, ich kann es halt auch auf meiner Switch spielen. Heißt, ich kann sogar, wenn ich im Bett liege und jetzt irgendwie Football schaue oder sowas, ist ja gerade eben auch Playoffs, dann kann ich trotzdem Yu-Gi-Oh! Zocken so im Bett und es kommt ja irgendwann noch auf Handy und so. Hauptsächlich spiele ich halt auf PC, ne? Und das ist so cool. Also, ich liebe ja auch Yu-Gi-Oh! Es gab aber mal eine Phase, wo ich von der Schule nach Hause kam und einfach nur hier saß und am Handy Duel Links gezockt habe, weil ich das sogar besser fand als alles andere. Und das ist jetzt ja quasi sogar das richtige Yu-Gi-Oh! Ist schon echt mega cool. Und dazu habe ich mir auch vorgenommen, das, was auf dem Kanal kommt. So, das soll auch nochmal ein kleines Extra-Video werden, weil ich merke schon, das Video ist hier wieder mega lang. Was jetzt so kommen wird und was halt kommen sollte und reingeschissen hat, wird nochmal so ein kleines Extra-Video werden. Deswegen soll es das hiermit einfach mal gewesen sein. Quasi, vielleicht hat das ja auch den einen oder anderen interessiert, hier quasi meine Geschichte, was auch noch so, was ich so nach Uncharted 3 spieletechnisch gemacht habe. So, damit soll es auch gewesen sein. Video war lang genug. Ne? Macht's gut. Haut rein. Ich hoffe, das hat den einen oder anderen interessiert. Macht's gut. Ciao.